dass ich eine Video extra Video dafür mache, aber ja, ich kann es ja mal so erzählen. Meine Nase juckt. Das ist nicht fein. Das muss nicht sein. Oh, ich konnte nach links raus. Hä? War ich da nicht eben? Ich habe mich gerade selbst verarscht. Finde ich sehr lustig. Ja, komm. Ich weiß nie, was er macht. Vielleicht kann ich das irgendwie selbst regeln oder so. Meine Nase. Kennt ihr das? Wenn die Nase die ganze Zeit juckt. Und jetzt läuft sie. Das ist auch blöd. Ich weiß nicht, ob ich alle besiegen soll. Aber okay, wir haben jetzt den nächsten Part. Das bedeutet, ich kann jetzt anfangen. Okay. Aber die will ich umbringen hier. Ich hasse mich, das Küken. Hahaha. Nein, okay. Fangen wir an mit bestes, best, nein, nicht bestes Spiel, sondern mit dem, sollen wir das am Ende machen? Ha, nein. Ich fange an, damit ihr, ich fange auf der Stelle rumzuhauen, weil ich die ganze Zeit auf Angela geachtet habe. Idiot. Nein, du sollst nach oben. Warum haust du dich nach oben, wenn ich sage, hau nach oben? Jetzt muss Kali wieder heilen. So. Fangen wir an, einfach an mit Spiele, die jeder sp spielen sollte. Und ich sage, warum. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich damit aufgewachsen bin, weil sowas hasse ich ja, wenn hier welche sagen, das ist meine Vergangenheit. Dann müsste ich ja, weiß nicht, dann dürfte ich ja heutzutage nichts mehr gut finden. What the fuck? Wie hast du das gemacht? Dann dürfte ich heutzutage ja nichts mehr gut finden und müsste alles toll finden, was es damals gab. Ich muss zugeben, eine kleine Vorgeschichte, wie immer, ihr kennt das ja. Eine kleine Vorgeschichte. NES, habe ich glaube ich schon mal gesagt, fand ich nicht so toll. Also, ich habe Super Mario Bros. Dreimal gespielt, aber ich fand die Grafik immer meh. Und, also nicht so toll. Irgendwas hat mich mal gestört, die Farbpalette und so. Und auch die Steuerung und die Spiele waren lahm. Und auch die ersten beiden Zelda-Spiele, muss nicht sein. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber es ist einfach, ich fand es aber auch nicht schlecht. Aber ich hatte mein Gameboy, den hatte ich einfach lieber. So. Und daher habe ich da auch nicht wirklich Spiele. Jetzt Grandmaster war wirklich ein, wow, jetzt hast du überhaupt ein Super Nintendo-Spiel angefangen habe. Für euch, ne? Ja, nun mach. Meine Fresse. So, also kann ich da nicht viel sagen. Ich bin aufgewachsen mit. Ja, wir gehen trotzdem mal nach. Warte mal. So viele Wege führen nach wohin? Nicht nach Rom. Da wollen wir nämlich gar nicht hin. Aber ich hoffe ja auch noch auf ein Level, weil wie gesagt, 22 soll man haben. Mindestens, um den Endgegner besiegen zu können. Und das ist natürlich. Wow, Kevin ist so ein Hengst. Na okay, das weiß ich gar nicht. Er ist ein guter Kämpfer, aber wie er im Bett ist, weiß ich ja noch nicht. Ah, wie ich wissentlich noch reingehauen habe. Ah, und wollte wissen, ob ich es mitgekriegt habe. So. Ja, aber jetzt habe ich oben ja nicht geguckt. Jetzt geht's ja weiter. Naja, was soll's. Für so viele Buletten, da würden sich Fleischfresser aber echt freuen. Ich bin auch Fleischfresser, aber nicht so exzessiv. So, also Super Nintendo-Spiele könnte ich mal sagen. Serien. Trotzdem Intelligenz, ne? Würde ich sagen. Hast du was gelernt? Donnersturm auf eingelernt. Yes. Hier geht's auch weiter. Och Mann, welcher Ausgang ist da erschienen? Dann gab es aber auch andere, die ich nicht so toll fand. Also Super Nintendo habe ich geliebt. Immer noch, sonst würde ich das Spiel ja nicht spielen. Und wir probieren einfach mal gleich Donnersturm aus. Einfach nur, weil wir es toll finden. Donnersturm auf Bulette. Bäm, hau doch auf den anderen rauf. Dann triffst du zwei. Okay, fangen wir an mit dem. Mit Nerd aus mit der Nerd-Ausgabe. Dann kann ich das wenigstens. Oh. Er kann nie Stärke höher. Intelligenz wäre natürlich auch gut, um ein bisschen Defense zu bekommen, Magieabwehr. Aber Vitalität ist eigentlich immer gut. Aber ich will Agilität. Ich will, dass er ein bisschen mehr ausweicht. Sieg.
Also fangen wir an. Nee, ich war ja noch gar nicht fertig. ich wollte ja noch erzählen, dass ich zum Beispiel das N64 nicht gut fand, aus den gleichen Gründen. Das war wieder so halbfertig. Der GameCube war dann wieder toll, weil die Grafik wieder schön war. Die N64-Grafik war einfach so... Blech. Ich weiß nicht, warum sie es nicht hinbekommen. Sowas von nach oben. Ich habe so Bock zu gucken. Los. Hä? Muss ich da hin? Ups. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich wollte doch erzählen. PlayStation fand ich wiederum toll, weil sie da wussten, was sie machen müssen. Nicht immer, aber meistens. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Navarre, es hört sich so nach... Weiß nicht, ob da jetzt ganz viele Diebe und sowas kommen. Ach, was soll's. Die Tür ist verschlossen. Mach Sachen. Okay, hat sich erledigt. Wir können reden. Weil jetzt die auch Gegner wieder da sind. Wüste der drückenden Hitze. Ach ja, Hitze ist toll. Ja, aber hier abends wird es schon wieder kühl, muss ich sagen. Also das heißt, ich bin hier schon wieder, hab ein T-Shirt wieder. Also vorhin war das noch so, da konnte ich nackt hier rumhängen. Nein, habe ich nicht gemacht. Ich bin nämlich so ein, und da bin ich mal wieder untypisch Mann. Ich mag es nicht, nackt rumzulaufen. Ich verstehe dieses, dass man einfach mal, weiß ich nicht, in wenig Sachen oder sowas. Aber, gib mir noch mal was Gutes. Aber nackt finde ich, weiß nicht. Menschen sind nackt nicht attraktiv. Warte, nee, komm, das Thema muss ich noch schnell an. Jetzt, wenn ich schon mal ein Thema habe, ne? Ist euch mal aufgefallen, dass Menschen ganz verschieden attraktiv sein können. Wenn zum Beispiel, wenn ihr auf diesen Menschen wenn ihr den schon heiß findet, dann wollt ihr natürlich immer weniger Klamotten an ihm sehen. Yay! Und wenn. Jetzt kann ich nämlich das hier machen. Soll ich mal mit Kali? Na, aber ich guck mal. Oh, ist wütend. Das ist mir so egal. Wütend. Aber wenn bei allen anderen Menschen will man sich nicht nackt sehen. Zum Beispiel beide Geschlechter auch. Beide Geschlechter sind in der Hinsicht hässlich. Also nicht hässlich, sondern einfach unansehnlich. Natürlich, wenn sie dann in der Werbung oder sowas, werden sie genauso hingestellt, dass sie gut aussehen und alles. Aber ansonsten, oh mein Gott, der hat gerade einen Anfall, der Arme. Wir haben den gerade einen Gefallen getan. Kali, dachte, du wärst ein bisschen... Na, okay. Jo, so viel Lebenswasser. Wir könnten ganz schön viele wiederbeleben hier. Aber ansonsten... Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber... ganz nackt, da fühle ich mich sehr seltsam. Unter der Dusche ist natürlich was anderes, aber da ist ja nicht... Man guckt ja nicht sich an, ne? Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber... Duschen tut man, um sauber zu werden. Oder einfach nur, um die Wärme zu genießen. Geist kann ich hoch, also wird Glück höher. Yay, gib mir Sachen, Bitch. Ja. Ich meinte nicht dich, Karl. Tut mir leid. Ah, eigentlich bin ich eine Bitch. Ich hatte schon viele. Okay, die Geschichte machen wir für anderen Mal. Ich gehe mal hier unten lang. Wie gesagt, man kann eigentlich nichts verpassen bei dem Spiel, glaube ich. Worauf wollte ich hinaus? Dass es wieder keine Folge wird. Okay, worauf ich hinaus wollte, ist, die Spiele, die ich anspreche, ist natürlich mein Geschmack. Und ich bin damit aufgewachsen und sowas. Aber es sind auch welche von, weiß ich nicht, wo ich 18 war oder sowas. Das hat nichts damit zu tun. Oh, die Nostalgie, oh, wieder schön. Ich denke, Nostalgie passiert uns jeden Tag. Es ist vollkommen egal, wann etwas passiert. Nostalgie könnte auch gestern bedeuten. Nicht wirklich, ihr wisst, was ich meine. Die Erinnerung halt an etwas Schönem. Und daher kann es auch noch eine Stadt. Oasenstadt. Oh, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Na, okay, komm, gehen wir mal rein. Okay. Spieglein, sag mir, wer ist... Der schönste im ganzen Land. Das ist Karob.
Blöblö, das Turtle-Ding im Wasser. Du lügst, du lügst. Ja, ich lüge immer. Ah, meine ganze Welt ist kaputt. Oh. Leute, es schlafen welche, wirklich. In dem Spiel schlafen welche nachts. Ich glaube, das ist eine Premiere. Die machen sogar Sizzit und sowas. Und wenn der mal auf Toilette möchte, kann er nicht an seiner blöden Mutter vorbei, die ein Haarnetz oder sowas trägt. Und hier ist ein leeres Bett. Da ist der Vater wohl auch wieder auf Achse. Oder auch getötet. Ich meine entführt. Ich meine weggenommen. Ich meine heftig angetatscht von Ninjas worden. Naja, die Läden haben wir schon wieder auf. War klar. 24/7. Ich will schlafen. Oh mein Gott. Und ich muss mal auf Toilette. Nein, du musst den ganzen Tag in der Oase rumstehen und darauf hoffen, dass jemand kommt und was kauft. Aber das ist so unwahrscheinlich. Achso, die wechseln sich ab. Oh, ihr habt keine Beziehung, ihr beiden Jungs, oder? Ich meine, ihr habt eine Beziehung. Nein, wartet. Ihr habt keine gute Beziehung, weil wenn einer mal schläft und einer mal arbeitet, könnt ihr nie was zusammen erleben. Das tut mir so leid. Bestimmt hat er gerade Albträume. Angela, lass uns ein bisschen. Komm, wir ersticken ihn. Dann ist sein Leiden vorbei. Die Angela, jetzt mach mit. Jetzt ist er tot. Wir haben was Gutes getan. Komm. Ihr habt Scheiße getan. Wer macht jetzt den Laden, wenn ich schlafen will? Wir haben kein Schloss an der Tür und wenn ich... Ach komm, immer diese Heulsoßen. Nie Dankbarkeit zeigen. Also die schlafen wirklich. Oh, da. Und die haben Wasser und alles. Hast du schon gehört? Navaris Wüstenfestung wurde von Dämonen überrannt. Ja, hab ich schon gehört. Und nun kannst du mir was anderes sagen. Hey, Sklavin, ich meine, ruht euch nur aus. Ihr seht aus, als ob ihr es nötig habt. Ja, du mich auch, Arschloch. Ich bin viel jünger als wie du. So, die Navarre-Diebesgilde hat letzten Reisen in der Wüste angegriffen. Seid vorsichtig. Danke. Ich mach die einfach fertig. Verdammt, die Diebe haben mir all meine Säcke geklaut. Prost, Prost, Prost. Du hast Säcke gesagt. Ja und? Ich verkaufe Säcke, Jute-Säcke. Oh, Säcke, Säcke. Du bist kindisch. Oh, sind alle wach. Oh. Dorfältester auch noch. Weil ich Ältester bin, habe ich automatisch die Macht hier. Aber du hast eine IQ von 10. Aber ich bin Dorfältester. Aha. Aus alten Schriften geht hervor, dass diese Wüste einst ein saftiger Wald war. Jetzt habe ich Lust auf einen Salat. Als die Menschen begannen, um die Kontrolle des Mana zu kämpfen, verwelkte der Wald. Diese Oase ist das Einzige, was davon übrig blieb. Wenn sie verschwindet, gibt es nichts mehr. Doch Sand, Steine, Kakteen, warte, wenn sie weggeht, dann gibt's noch diese Häuser und eure Leichen. Siehst du? Sei nicht so negativ, es gibt noch so viel dann. Und irgendwo, und überleg mal, einmal das Positive sehen. Wenn all das Wasser weggeht, all das Wasser, dann stirbt die große Ninja-Turtle. Der Wasserstandoase sinkt und sinkt. Wenn es so weitergeht, gibt es bald kein Wasser mehr. Da, wie mein EQ sinkt und sinkt. Ah, Mist. Ich muss das immer das Gleiche sagen. Ah. Ich will doch mit dem anderen nur reden. Hallo Mädchen. Willkommen, Dean. Ich will gar nicht in Dean. Bist du Dean? Du siehst aus wie ein Dean. Geh nach Westen und du kommst vielleicht ins Tal der Flammen. Die Feuer dort sind letztens sehr intensiv geworden und mehr Monster gibt's auch. Geh nicht an Vesuvius Tag dorthin. Oh, da. Ich sah eine Gruppe von Team, die durch das Tal der Flammen rannte. Ich frage mich, was man so einen Ort zu suchen hat. Flammen und kleine Kätzchen. Denn kleine Kätzchen, das wissen die meisten nicht, lieben Flammen. Deshalb, wenn ihr mal wieder ein kleines Kätzchen seht, einfach mal anzünden. Die werden vor Freude werden sie kreischen. Nein, mach das nicht. Ich liebe kleine Kätzchen. Oh, da. Hä? Ficken? Was soll der Scheiß? Wieso kann ich hier auch durch? Ist egal. Außerdem, eine meinte, ich komme auf jeden Fall durch. Diese verdammten Waffen- und Rüstungshändler. Einer von ihnen schläft immer. Die haben verschiedenes. Die haben sich auf verschiedene Sachen spezialisiert. Na, du? Du hast bestimmt auch die gleichen Sachen, oder? Bist nicht froh, dass du überlebt hast? Ich soll 860 Luke für einen ausgeben. Außerdem, ich will Luke gar nicht. Ich will gar nicht so viel Luke.